Ja, hi, Matthias hier von die Praxis Family. Heute geht es um das Human Design. Erkenne dich selbst, heißt es doch immer so schön, wenn du weise werden willst. Und ich finde, das Human Design ist eine der besten Möglichkeiten, um das zu tun. Human Design bedeutet oder ist eine neuartige Form. Sie ist seit 1987 existent. Es war ein Mann, der eine Eingebung hatte, nennen wir es einfach mal so. Ra-Uru-Hu heißt dieser Mann. Und der hatte einen besonderen Kanal, einen besonderen Channel zu diesem Wissen, und plötzlich kam eine riesen Ladung an Wissen auf ihn zu. Er musste das dann erstmal sortieren für sich, musste rausfinden, was mache ich mit diesem ganzen Wissen, und hat das dann geschafft, unter anderem mit Hilfe von Peter Schöber. Peter Schöber ist auch jemand, der heute noch aktiv ist, der eine tolle Oberfläche geschaffen hat im Internet, humandesignservices.de. Dort findet man ganz viel Hilfe, um das zu verstehen, um da durchzublicken. Das können wir also dringend empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Aber jetzt, was ist das? Human Design. Human Design ist eine Art fortgeschrittene Variante von Horoskop, aber es ist eigentlich nicht so. Also steckt ein bisschen Astrologie mit drin, aber es steckt auch moderne Physik mit drin. Es steckt das Wissen drin um Quantenphysik, um Neutrinos. Das sind so ganz winzige Teilchen, die so klein sind, dass sie irgendwie durch alles durchschießen können, was auf der Welt existiert. Da gibt es jetzt mittlerweile auch ganz neue Forschungen in der Physik zu, aber das hat alles irgendwie einen Einfluss auf uns. Dann steckt das chinesische I Ching, dieses Orakel mit den 64 Hexagrammen steckt da drin, und ein bisschen was aus der Numerologie, der Kabbala steckt mit drin. Und all dieses zusammengeknüpft macht eine Art und Weise der Voraussagemöglichkeit bzw. der Erkenntnismöglichkeit über einen selbst, die unglaublich ist. Ich fand schon immer auch die Astrologie unglaublich, wenn man über die Sternzeichen und über die Aszendenten und diese ganzen verschiedenen Dinge was über sich erfahren hat. Das war schon immer spannend, aber das Human Design schießt wirklich den Vogel ab. Das ist richtig, richtig klasse. Ich mache es in der Praxis, ich mache es auch für Menschen, und ich fand es aber am interessantesten für mich selber und für die Family, um zu sehen, wie ticken wir eigentlich? Wie ticken wir eigentlich? Also warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Und warum reagiert meine Partnerin so, wie sie reagiert? Und warum sind eigentlich meine Kinder so unterschiedlich? Und das kann Human Design erklären. Und das ist großartig. Es ist also so, nicht, dass ich nicht auch ohne Human Design leben könnte, aber es hilft mir ganz einfach, zum einen die Menschen, die mir nah und eng sind, besser zu verstehen und ihnen auch gerechter zu werden. Also sie nicht unfair zu behandeln an Stellen, wo ich vielleicht besser weiß durch das Human Design, ja, schau her, diese Person funktioniert so, wenn ich das jetzt auf meine Weise versuche, schaffe ich es nicht, ich muss es auf einer anderen Weise versuchen, und dann kann diese Person damit besser was anfangen. Also das ist eine Sache, die das Zusammenleben einfach ermöglicht und harmonisiert. Das andere ist natürlich, dass ich mich selber besser kennenlerne, also die Art, wie ich reagiere, wie ich auf mein Umfeld reagiere, warum mache ich dieses, warum nicht jenes, warum hänge ich immer wieder an dem gleichen Punkt mit dem gleichen Thema fest. All diese Dinge lassen sich durch Human Design beschreiben. Kurze Erläuterung: Human Design, es ist so, es funktioniert mit Name, Geburtsdatum und Geburtsort. Das kennt man auch von der Astrologie, und da wird dann, das kann man sich so einen Chart erstellen lassen, das nennt sich Free Chart, das kann man auf der Website machen, die ich vorhin genannt habe. Wir werden sie auch hier unten in der Beschreibung mal verlinken. Dort kriegt man den sogenannten Free Chart. Und Free Chart bedeutet, ihr habt dort, das ist so ein Männchen, es gibt verschiedene Zahlen und Ziffern und Zeichen links und rechts an der Seite. Das ist alles hochkompliziert, braucht man für den Anfang überhaupt nicht. Aber wichtig ist erstmal dieses Mannequin mit den 9 Zentren. Und dann steht meistens bei dem Free Chart unten in der Ecke, gibt es dann so einen kleinen Kasten, da stehen dann so ein paar Informationen, und das sind die wichtigen, relevanten Sachen. Denn erstens, es gibt 4 Grundtypen. Es gibt einen 9/5, aber der ist noch sehr selten, deswegen gehen wir erstmal nur auf die 4 ein. 4 Grundtypen. Das ist quasi die Art, sagt, was du für einer bist. Es gibt einmal den Manifestor, dann gibt es den Projektor, den Generator und den manifestierenden Generator.
Was heißt das jetzt? Ich will das gar nicht zu sehr ins kleinste Detail erklären, aber nur ganz grob. Der Manifestor, das ist jemand, der aus sich selbst heraus Ideen entwickelt, der Erfindungen macht, der sagt, wo es lang geht, der sagt, was zu tun, was gemacht werden muss. Das ist so ein bisschen, wenn ihr euch einen großen Konzern vorstellt, das ist so ganz oben in der obersten Etage, ist das so der Visionär, der so seine Ideen hat und die dann nach unten weitergibt, wo sie dann umgesetzt werden. Das ist der Manifestor. Dann gibt es den Projektor. Der Projektor ist jemand, der ist unglaublich gut im Netzwerken und Planen. Projektoren haben den Terminplan im Griff, die haben Menschen im Griff, die wissen, wer kann was, wo, wie, wann machen und strengen sich dabei auch nicht an. Das ist deren liebste Leidenschaft. Das sind Projektoren. Die sind also unglaublich gut im Managen. Und dann gibt es die Generatoren. Generatoren sind die Arbeiter. Generatoren sind die Masse der Menschen. Das sind die, die einfach arbeiten, solange sie Energie haben. Und wenn sie müde sind, gehen sie schlafen, dann wachen sie morgens auf, dann haben sie wieder Arbeit, dann gehen wieder arbeiten. Das sind Generatoren. Und dann gibt es diesen Sonderfall, diesen manifestierenden Generator. Das ist auch ein Generator, aber der kann dann, wenn er mal einen Auftrag hat, den er für sich macht, ganz speziell Sachen entwickeln, damit seine Arbeit dann besser funktioniert. Das heißt, er kann etwas initiativer sein, er kann ein bisschen mehr auf seine Intuition dann hören. Das ist der manifestierende Generator. Diese vier Arten sind erstmal wichtig zu kennen, denn es ist ganz interessant zu wissen zum Beispiel, warum ist es eigentlich so, dass meine Frau zu Hause immer alles plant und irgendwie immer den Freizeitkalender im Griff hat und ich kriege eigentlich zu Hause nur noch Anweisungen, was ich zu tun habe. Und wieso geht es mir dabei eigentlich gut? Ist das nicht gegen die Emanzipation der Paare oder so? Oder sind wir da nicht irgendwie auf Augenhöhe oder sowas? Es ist so, weil meine Frau ist Projektor und ich bin ein manifestierender Generator. Also ist jetzt wirklich so. Die Daniela ist Projektor, ich bin manifestierender Generator. Das heißt, es ist für mich völlig okay, dass die Daniela plant und Zeitpläne macht und genau weiß, an welchem Tag wir wo sind, wann ich was zu tun habe, wann welches Kind wohin gebracht werden muss. Und ich kriege die Anweisung. Mach dies, mach das, mach jenes. Und dann kann ich reagieren darauf und kann sagen, ja, okay, mache ich und auf geht's. Das ist eine Möglichkeit, wie man sich als Paar arrangieren kann. Wir haben das glücklicherweise vorher schon gemacht und ihr werdet das, wenn ihr schon fortgeschrittenen Alters seid, werdet ihr wahrscheinlich euch auch schon die Hörner abgerieben haben gegenseitig und werdet so einen Weg gefunden haben, miteinander harmonisch zusammen zu sein, sonst wäret ihr es nicht mehr. Das heißt, irgendwann findet man von alleine in diese Rollen rein. Aber es ist total hilfreich zu hören von so einem System wie dem Human Design, dass man diese Eichung hat, dass man so tickt. Das heißt, ich brauche mir gar keine Gedanken machen, dass ich die Last der Planung auf Daniela ablade und da mich so viel rausnehme. Nein, es ist okay für mich. Es passt zu mir und zu Daniela passt es genau das andere. Das heißt, zu ihr passt genau diese Planerei. Okay, also es ist ja ein Beispiel jetzt, wie sowas genutzt werden kann, wenn man das Human Design kennt. Das sind diese vier Typen. Es geht noch weiter. Es gibt dann in diesen Typen gibt es bestimmte Unterrichtungen, das sind solche Zahlen, so Zifferncodes, die dann sagen, wie du denn deinen Typus ausfüllst. Und dann gibt es diese Autorität, nennt man das, und die Strategie. Autorität bedeutet, das ist das, worauf du hören solltest, wenn du für dich selber Entscheidungen fällst. Das heißt, es gibt bestimmte von diesen neuen Zentren, die für dich relevant sind. Ein Zentrum ist für dich relevant. Auf das solltest du dich konzentrieren, wenn es darum geht, dass du etwas entscheiden sollst. Das ist die Autorität und die Strategie bedeutet, das ist die Art, wie du mit deinem Umfeld interagierst. Also ob du jemand bist, der eher reagiert oder der sich eher fragen und auffordern lässt oder der eher auf seine Emotionen achten sollte. Also das sind so Dinge, die Strategie sagen. Auch das ist wichtig, weil nicht selten, ich kann jetzt wieder nur von mir reden, nicht selten habe ich unglaublich viel Zeit in Projekte investiert, wo ich dachte, die wären wichtig, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einfach damit begonnen. Ich habe nicht reagiert. Das heißt, ich habe nicht gewartet, bis jemand zu mir kommt und sagt, du pass mal auf, wir haben da ein Problem, könntest du Folgendes machen? Weil dann wäre die Berechtigung da, das auch korrekt zu tun. Ich habe einfach von mir selbst heraus gedacht, ach, ist bestimmt klug, ich mache das einfach mal. Und dann ist ganz oft irgendwas im Sande verlaufen, irgendwelche Dinge, die ich erstellt habe oder irgendwelche Flyer, die ich gebastelt habe oder Visitenkarten, die nichts geworden sind. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das war irgendwie jetzt stundenlanges Arbeiten für die Katz. Und unterm Strich weiß ich heute, ah ja, das lag daran. Ich habe versucht, zu sehr Manifestor zu sein und war nicht genug Generator. Das sind jetzt Feinheiten, das werdet ihr kennenlernen, wenn ihr euch damit beschäftigt.
Aber das hilft eben, da hilft es. Das hilft, sich selbst zu verstehen. Diese Zentren, die sind noch wichtig. 9 Zentren gibt es. Es gibt 2 Kopfzentren, ein Kehlzentrum, ein sogenanntes Selbst. Dann gibt es das Egozentrum, das emotionale Zentrum, das Milzzentrum, das Sakralzentrum und das Wurzelzentrum. Hört sich jetzt alles super kompliziert an, ist es auch. Also ist tatsächlich nichts, was man mal eben so schnell versteht, sondern man muss sich ein bisschen beschäftigen. Aber dabei gibt es dann eben die Hilfe, entweder von uns, also von mir, wenn ich da mit euch so ein Reading mache, oder wenn ihr euch über die Website von Peter Schulber so ein Reading einfach besorgt. Beides ist möglich. Es gibt auch Literatur, die man sich dazu besorgen kann. Also da könnt ihr euch frei fühlen. Bei den Zentren ist es so, es gibt diese Zentren in definiert und undefiniert. Das heißt, jedes Zentrum hat bestimmte oder bringt bestimmte Eigenschaften für euch mit, für jeden Menschen. Und wenn es definiert ist, dann sind diese Eigenschaften in der Regel festgelegt. Das heißt, ihr seid so und Punkt, ihr könnt da jetzt nichts dran ändern. Und wenn das Zentrum offen ist, dann seid ihr an diesem Zentrum empfänglich für Änderungen, für Lernen, aber auch für Manipulation. Die offenen Zentren sind in der Regel die Zentren, die uns die Schwierigkeiten im Leben bereiten. Und nicht so sehr die geschlossenen Zentren. Ja, die offenen Zentren sind die, wo wir dann merken, ah ja, da muss ich lernen, da habe ich für mich was zu tun, da kann ich wachsen, da kann ich reifen. Das ist das Human Design. Ich kann euch das echt nur wärmstens ans Herz legen. Beschäftigt euch damit. Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Reinarbeiten, Reinlesen, Zuhören. Aber es ist total klasse, wenn ihr das dann mal habt. Es ist dann auch forever, also es ist dann einmal wirklich fix, es ändert sich nicht ständig. Es hat einmal für euch, mit euch zu tun. Und wenn ihr das kennt, für euch, für euren Partner, für die Kinder, meinetwegen für Arbeitskollegen oder was auch immer, dann ist das echt riesengroß und ihr könnt ganz anders umgehen mit der anderen Person. In dem Sinne, liebe Grüße von mir, von der Praxis Family, und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, besucht unseren Instagram-Kanal, da gibt es ganz viele Insights von uns. Ihr könnt euch uns auf Facebook folgen, ihr könnt uns hier auf YouTube abonnieren, und wir machen zweimal im Monat einen Health Newsletter. Den könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. In dem Sinne, ciao.